Sind wir schon ready? Ja, Kamera läuft, Ton läuft, Marc okay. Steht. Marc steht, Marc läuft auch. Hallo und herzlich willkommen bei The Photo Space. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und heute geht es um sehr dankbare Modelle, die nicht weglaufen können und die sich auch nicht beschweren können, hoffentlich zumindest. Heute geht es nämlich um Architekturfotografie. Und es macht unheimlich Spaß, ja, da könnt ihr euch komplett austoben. Und wir haben heute 5 Tipps für euch dabei, die ihr beachten solltet, wenn ihr Architekturfotografie betreibt. Als erstes, die erste Frage ist immer, was für eine Kamera benötige ich? Und grundsätzlich könnt ihr natürlich jede Kamera dafür verwenden, aber gut ist, wenn ihr die Möglichkeit habt, manuelle Einstellungen vorzunehmen. Weil in der Architekturfotografie möchtet ihr alles scharf haben, ja, damit alles wirklich schön knackig aussieht. Dementsprechend schaut, dass ihr eure Blende schließen könnt, also so weit schließt, wie es im Prinzip nur geht. Blende 8, Blende 11, 13, was auch immer euer Objektiv so hergibt. Und schaut auch, dass ihr die ISO runternehmt, damit ihr nämlich keine Körnung im Bild habt, damit auch wirklich alles schön scharf aussieht. Als nächstes kommen wir zu den Objektiven. Was für Objektive benötigt ihr? Am besten ist es, ihr habt eine sehr kurze Brennweite, also Weitwinkelobjektive, ruhig runter bis 10 mm, 14 mm, da könnt ihr sehr spannende Perspektiven mit erzeugen. Wenn ihr mit den Weitwinkelobjektiven arbeitet, arbeitet ruhig mit dem manuellen Fokus. Einfach deswegen, wir haben ja schon gesagt, wir wollen ein sehr scharfes Bild haben. Wir haben auch eine große Tiefenschärfe, das heißt, wir wollen, dass es von vorne bis hinten scharf ist und deswegen legt den Fokuspunkt wirklich manuell so, dass eben alles im Bild scharf abgebildet wird. Wir haben bei der Architekturfotografie und gerade bei den Weitwinkeln immer das Problem, sobald die Kamera ein bisschen kippt, verzerrt die Perspektive. Um das zu umgehen, kann man auch Tilt- und Shift-Objektive benutzen. Die kann man so verkippen, dass ihr eben nicht diese stürzenden Linien habt. Aber das ist eine Frage der Perspektive und per Perspektive sagt Marc jetzt was. Genau. Punkt 3, Perspektive. Felix hat es gerade schon gesagt. Also Perspektive, da kann man sehr, sehr schön damit spielen. Ja, man kann zum Beispiel von unten fotografieren, man kann die Kamera auch mal über den Kopf halten, man kann die ganzen Linien, die sich in der Architektur finden oder die ganze Geometrie mit einbeziehen, also wirklich die Kamera mal schön an den Linien ausrichten. Also da können sehr, sehr interessante Fotos entstehen, das sieht wirklich toll aus. Aber es gibt ein Thema, das haben wir gerade schon angesprochen, stürzende Linien. Das sieht nicht ganz so schön aus. Also wenn ich zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Gebäude so anschaue, das Auge nimmt es immer so wahr, so sieht ein Gebäude aus. Aber wenn ich von unten fotografiere, mein Objektiv kann es leider so nicht abbilden. Dementsprechend gibt es stürzende Linien, dann sieht das Gebäude nämlich nicht mehr so aus, sondern es sieht so aus. Und es gibt durchaus mal Auftraggeber, wenn ihr vielleicht wirklich mal für eine Firma auch fotografiert, weil ich fotografiere zum Beispiel für ein Architekturbüro, die mögen das nicht, wenn ihre Gebäude plötzlich so aussehen, sondern das muss schon nachher so aussehen. Dementsprechend wird es dann in der Nachbearbeitung einfach dann wieder gerade gerichtet. Ja, das könnt ihr in Lightroom zum Beispiel schön machen. Da hast du sogar ein Tutorial dazu, das können wir gerne mal verlinken. Genau. Ihr könnt natürlich, wenn ihr wollt, die Perspektive trotzdem auch als Stilmittel einsetzen. Wenn ihr für euch fotografiert, könnt ihr es übertreiben. Gerade wenn ihr sehr hohe Gebäude habt, dann wirkt es sehr dramatisch. Aber grundlegend, wie gesagt, mit dem Transformieren-Tool in Lightroom könnt ihr das wunderbar auch zurechtdrücken, solange es nicht zu krass ist. Punkt Nummer 4. Normalerweise können wir Architektur eigentlich zu jeder Tageszeit fotografieren. Selbst zur Mittagszeit, wo normalerweise alle anderen Motive nicht so toll aussehen, kann es schöne Schatten, schöne Kontraste geben. Aber auch hier am besten, ihr fotografiert es zur blauen Stunde, also morgens oder abends. Und dann müsst ihr natürlich lange belichten. Ne? Auch hier wieder das Thema Stativ nehmen, Kamera auf Stativ. Wir haben dazu schon mal ein Video gemacht, das verlinken wir euch auch irgendwo hier oben oder unten. Und da gibt es ein paar Sachen, die sehr schön sind bei der Architekturfotografie. Wenn ihr den Moment abpasst, wo also die Stadtlichter die gleiche Helligkeit haben wie der Himmel, das gibt immer einen sehr schönen Effekt. Oder auch, wenn ihr Straßen mit im Bild habt und dann fahren Autos vorbei und ihr kriegt diese Linienaufnahmen vor den Gebäuden. Das sind so Effekte, die ihr sehr gut kombinieren könnt, eben mit der Architekturfotografie. Und dafür, wie gesagt, müsst ihr eben Langzeitbelichtung machen und eure Kamera dementsprechend aufs Stativ stellen. Nächster Punkt, Wetter- und Lichtverhältnisse. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, wann ihr fotografieren sollt. Also ne, so goldene Stunde, blaue Stunde, sieht alles toll aus. Achtet aber auch einfach drauf, wie sieht das Wetter aus, wie sind die Lichtverhältnisse. Je nachdem, wann ihr fotografiert, ändern sich natürlich auch die Abbildung der Gebäude. Also zum Beispiel in der goldenen Stunde sieht alles viel, viel weicher aus.
wenn ihr in der knallen Sonne fotografiert, dann gibt es wie bei den Menschen natürlich auch harte Schatten. Ja, aber was bei Menschen nicht so toll aussieht, bei Gebäuden sieht es sehr, sehr cool aus tatsächlich, weil die Farben dadurch entsprechend verstärkt werden und auch die Kontraste verstärkt werden. Genau, und gerade wenn ihr starke Schatten habt von den Gebäuden, kann man auch sehr schön mit Geometrien spielen. Also ihr habt dann oft so dreieckige Schatten mit den Gebäuden. Da könnt ihr sehr schöne abstrakte Muster teilweise kreieren, wenn ihr auch wirklich den Bildausschnitt nur klein wählt, gar nicht das ganze Gebäude ablichtet. Ne? Achtet auch darauf, ich habe ja vorhin schon von der Langzeitbelichtung gesprochen, es muss nicht immer der klare blaue Himmel sein. Schön ist es, wenn Wolken da sind, wenn die nämlich bei der Langzeitbelichtung vorbeiziehen. Da gibt es sehr krasse Effekte, sehr schön träumerische Effekte. Also auch da ab und zu vielleicht mal auch bei Wolken rausgehen oder gerade in den Morgenstunden, wenn ihr zum Beispiel Türme oder solche Sachen fotografiert, die nah an der Küste sind, habt ihr vielleicht mal Nebel. Es gibt so klassische Beispiele wie die Golden Gate Bridge im Nebel. Das macht aus einem ganz normalen Touristenbild was noch viel anderes, ein bisschen mystisch fast schon. Also von daher, Nebel, Wolken sind euer Freund auch bei der Architekturfotografie. Und als letzten Extra-Tipp haben wir noch mit dabei. Packt euch gerne mal eine Person irgendwie aufs Bild, ja, weil das gibt in immer... In den Koffer, wie ein Statist. Genau, und stellt die Person dann vor das Gebäude, neben das Gebäude, was auch immer, sodass man einfach so die Dimension so ein bisschen abschätzen kann, ne? Weil so ein Gebäude kann richtig groß sein, aber je nachdem, wie es einfängt, kann man das einfach nicht erkennen. Und wenn da so ein Mensch plötzlich als Vergleich oder als Referenz einfach steht, dann sieht man auch tatsächlich die entsprechenden Dimensionen. Genau, das war's an dieser Stelle schon. Wenn ihr Fragen dazu habt, wie immer, schreibt gerne einen Kommentar. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da oder besser noch, abonniert unseren Kanal. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Woche. Dann gibt es wieder eine neue Folge von Schwarz-Weiß, dem Fotografie-Podcast. Bis dahin, ciao, ciao. Lasst euch gut gehen, ciao. Willst du es noch machen? Ja, klar. Na dann los. Kannst du dich noch ein bisschen mehr verneigen am Anfang, das wäre gut. Ich musste erstmal kurz... Moin Leute, herzlich willkommen zu The Photospace. Ich musste erstmal gucken, was als erster Punkt eigentlich ist. Blende schließen.